Branche verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern bestimmten Normen unterliegen muss. Die Gilde kann euch die entsprechenden Listen vorlegen. Jeder hat sich an diese neue Regelung zu halten. Erklärt worden. Den eifrigsten Jägern unter euch bieten wir bei Abgabe von 100 Kadavern eine Belohnung von einer Dukate. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschenico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche, ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer, Schmeichler, Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretan, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist? Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Du hast hier nichts zu schaffen. Ihr könnt doch sicher eine Pause gebrauchen nach all der harten Arbeit. So viele Freuden für so wenig. Oh. Ist das runtergefallen? Geht weiter. Ist es noch weit? Seid doch nicht so weibisch. Kommt, verbringt etwas Zeit mit uns. Kaputt. Also er. Vielleicht euer Anblick ist ein... Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan?
Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Wie können wir helfen? Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift? Vetter? Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisiert. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signor, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Ich zeige es. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Vielleicht könntet ihr uns bei unserem kleinen Problem helfen. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig entschlafen. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage. Aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Ihr müsst uns helfen. Komm, verbringt etwas Zeit mit uns. Va bene. Dann ist es entschieden. Viel von meinen Reihen. Wie ist euer Herr? Ich werde noch als alte Jungfrau sterben, wenn sich nicht bald jemand meiner Wein und Weib, Fest und Fleisch. Könnt ihr mir helfen, bald zu pflegen? Doch ein bisschen Gesellschaft? Och, meine Bücher, meine Empfindlichen. Vorsicht, nicht träumen! Zurück, ihr habt genug Unheil angerichtet, ich hebe sie schon auf. Och, meine Bücher, meine Empfindlichen, mach voran! Zurück, ihr habt genug Unheil angerichtet, ich hebe sie schon auf. Geduld und lasst euren Ärger! Nicht an den Arbeitern aus! Ja,
Tut mir leid, dass... Vergebt mir, Maestro. Aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Nach dem Tod des portugiesischen Botschafters erinnert der Rat alle Bürger daran. Was sag ich mal? Heute Woche ein Maskenball vor dem Palazzo Dandolo stattfinden. Signore Frangibus Dandolo wird höchstpersönlich das Festkomitee anführen. Oh, ich bin nutzlos. Perdonate, Signore. Ich muss gehen.